ist noch einer. Ah, da kommen wir erst durch, wenn wir hier alle... Nee, doch nicht. Hm. Aber so. Ja, okay, haben wir. Dann gehe ich einfach rauf. Ich habe jetzt gerade keine Zeit, gegen die ganzen Mobs hier zu kämpfen. Das wäre übelste Zeitverschwendung. So. Den hier. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Ist wieder zur Statue, glaube ich. Einfach so. So, fuck. Und dann wieder hier nach unten. Was? Hä? Wieso? What? Wir haben doch alle gemacht. Irgendwo hat sich eine Porte oder so geöffnet, glaube ich. Aber wo? Wo? Okay, noch 9 Sekunden. Das schaffen wir nicht. Da Fug. Der Countdown des Status ist abgelaufen. Bist du eine lahme Ente? Eliminiere die verbleiben. Ah, die muss man also töten. Okay. Das hätte ich gerne gewusst. Naja. Egal. Jetzt werden wir... Ich weiß nicht, aber ich denke, das wird trotzdem funktionieren. Es wird wahrscheinlich so ähnlich sein wie beim letzten Dungeon, dass man dann halt einfach am Ende keine Truhe erhält. Wo leben denn noch Mobs? Hier unten, ja. Die lebt auf jeden Fall noch. Ich glaube, das ist jetzt das letzte Monster. Das lebt. So. Ne, da oben ist noch eines. Ein kleiner, kleiner Drache. Dass ich hier nicht lache. Ja, jetzt haben wir es geschafft. So. Oh, das sieht richtig Matrix-mäßig aus. Haha. Okay, der ist gar nicht so stark. Toll, das Portal zum Hauptteil der Bibliothek hat sich geöffnet. So, dann kommen wir hier weiter. Verstaubte Bibliothek. Oh, nee. Wir haben jetzt von einem Teil gemacht. Das wird ein ultra langer Party. Ultra lang. Mit Abstand der längste. Oh, nee, die Teiler leben. Das weiß ich. Das sind Mobs. Und dann gibt es noch Schwerter. Ja, wusste ich so. Die ist nicht, was das für einen Sinn macht, dass hier einfach Schwerter und lebendige Hammer sind. What the fuck? Aber egal. Was sind die, das hier für Dinger? Hier haben wir Bücher. What? Wieso sind da Bücher? What? Okay, ich verstehe es nicht so ganz. Die Logik hierbei nicht. Was sind das für Mobs? Sehen aber richtig geil aus, muss man sagen. Also die Mobs, die sehen ultra hammer aus. Richtig hardcore. Kann man nicht irgendwie zerstören? Okay. Wow! Ah ja, stimmt. Den Ort kenne ich sogar. Noch. Also wir halten uns hier am Rand, versuchen nicht reingeschlagen zu werden. Okay, das mit dem nicht reingeschlagen werden hat irgendwie nicht so geklappt. So, geschafft. Jetzt kommt der Dings auch nicht mehr raus, aber hier ist zu. Dafür kommen wir jetzt hier weiter. Oder so. Ne, hier nicht. Ich öffne mal das hier. Dann kommen wir hier weiter, genau. Ach, kommen wir jetzt schon in den letzten Teil. Das wär ultra nice. Nee. Ich hätte es mir denken können, dass wir es noch nicht geschafft haben. Warum haben wir das noch nicht geschafft?
Ah, das ist gar nicht unser Gegner. Das ist unser Freund, okay. Der hat uns was geschenkt. Hallo. So, dankeschön. So, ich kämpfe hier drin mal. Geh mal diese Taste aktivieren. Wahrscheinlich kommen jetzt Seemonster, sobald ich sie aktiviert habe. Ja, Alter. So voraussichtlich. Ich habe das sonst zwar schon einmal gemacht, das ist klar, aber offensichtlicher geht es wohl echt nicht mehr, ne? Dann hier drüben noch. Mein Handy, das vibriert. Es gibt ja Leute hier, die operieren sich sowas in den Arsch. Wegen dem. Okay. Das Niveau ist jetzt eindeutig gesunken. Ich hätte so ein, endlich mal ein Let's Play gehabt, das nicht unbedingt auf dem tiefsten Niveau gestartet wäre. Ich weiß, es ist nicht das beste Let's Play, vor allem wegen der Unterhaltung und so nicht. Ich müsste mal was sagen. Aber das Niveau wäre nicht so scheiße gewesen. Aber das habe ich ja jetzt eh vermasselt. Wieso kriege ich es nur immer wieder hin, dass das Niveau bei meinen Let's Plays ultra scheiße ist? Muss man die zerstören? Ich nehme an. Nee, doch nicht. Auch nicht. Wohin muss ich denn jetzt? Muss ich alle zerstören? Sieht nicht nach aus. Hier komme ich auch nicht runter. Okay. Ich weiß nicht, wie es jetzt weiterging. Was muss ich denn machen? Muss ich hier hinstehen? Wir sind so gut wieder. Ah, okay. Ja, komm. So, komm, das ist kein Problem, gegen die hier zu gewinnen. Die sind schwach. Da ist noch ein komischer Hammer. Das ist aber auch ein toter Hammer. Haha. So. Was ist das hier? Okay. Was Seltsames auf jeden Fall. Und da nehme ich mal an, ist das Portal zum Boss-Level. Ich hoffe es mal. Ich kann mich nicht an ein weiteres Level erinnern, muss ich ehrlich sagen. Ah, ich glaube, ich cutte das. Das wird mir sonst zu lang. Mache ich hier zwei Parts Haushalt. Ja, Boss Level, nice. Es ist mein Job, ein Revell. Okay. So. Und jetzt. Ich weiß, ich mache es nur auf normal und deshalb ist es so einfach. Das Ding ist halt, es geht mir nicht darum, schwere Gegner zu haben, sondern das Ganze so schnell wie möglich hinter mich zu bringen, weil der Part sonst überlange wird. Boah, der Boss hier sieht ultra grob aus, ist aber ultra schwach, weil ich es halt auf normal mache. Ja, das ist mir klar. Okay, wir haben es geschafft. Deren geht eigentlich in Ordnung. Da haben wir schon 49% für Level 46. Das ist ultra. So, Stempel, unvollständiger Siegelstempel. Die können wir momentan eh nicht so krass brauchen. Mal hier mal zwei. Und so, zum Eingang. Jetzt werden wir wahrscheinlich eh wieder zur Magierin gehen und dann nehme ich mal an, wir müssen noch einen Dungeon machen, so wie ich das mitgekriegt habe, und dann können wir dann die Klassifizierung endlich abschließen und können wir uns zum Chaos-Mage machen. Aber ich möchte natürlich auch schauen, was die neuen Attacken der anderen Magiergruppe sind, sag ich mal. Könnte nämlich auch cool sein. Ich werde auf jeden Fall Chaos-Magie nehmen, weil
ich jetzt auch meine Skills auf das ausgelegt habe. Aber ich bin trotzdem neugierig. So. Das ist irgendwie manchmal seltsam mit meinem Mount, dass man da einfach plötzlich manchmal hängen bleibt. Da muss man rückwärts rausgehen. Aber egal. Solange es cool aussieht und funktioniert, bin ich zufrieden damit. Sevi hat mir gerade was geschrieben. Ich sage einfach Revi statt Sevi, okay. Was ist das hier für ein Typ? Ich spreche den mal an. Aufgabe abgeschlossen hier. Wo ist jetzt unsere Bogenschütze? Ich hoffe, das war jetzt nicht die Spezialisierungsquest. Ansonsten habe ich jetzt verkackt, weil ich es nicht durchgelesen habe. Doch war's. Fuck, ich hab's nicht durchgelesen. Aber egal. So wichtig war es wohl kaum. Egal. Ich muss jetzt wieder zu Herr Zauberbuch gehen. Diesem komischen Typ. Ich sollte echt mal was trinken, weil mein Hals ist trockener als Trockeneis. Und ich werde jetzt nicht erklären, was Trockeneis ist. Sonst könnt ihr es ja googeln gehen, wenn ihr das unbedingt wissen wollt. Das Ding ist halt, mag sein, dass ich Laborantfachrichtung Chemie bin, aber das ist jetzt nicht so fachtätig hier für die Let's Plays, also. So, Mr. Zauberbuch, Mr. Zauberbuch, ich brauche Ihre Hilfe. Junges wie, Dingpi, du musst dich schon etwas Mühe geben beim Binden von Büchern. So, Aufgabe. Dem, der das liest, soll großes Glück und Erfolg widerfahren. Versteht mich nicht falsch. Nicht, dass du nicht bekämpfst, wenn du das nicht liest. Spezialisierung. Erforderliche lebensnotwendige Umstände abgeschlossen. Warte, der Doktor hat Angst. Ich weiß, warum du zurückgekommen bist. Bücher sind zum Lesen da und nicht zum Zerreißen. Feuer erscheint über deine Handflächen. Dort war kein solches Buch. Warte, Feuer kann mit großen Schaden zufügen. Stopp, willst du mich etwa verbrennen? Hast du mich nicht verstanden? Das Buch ist weg. Belohnung gegennehmen, okay. Beruhig dich, bitte mach das Feuer aus. Der Doktor ist ganz weiß geworden. Also hör mir zu, ein weißes Buch, okay. Auch wenn er so braun ist hier noch. Okay, beruhig dich. Beruhige dich. Also, wo ist das Buch? Es muss dort sein. Bücher können schließlich nicht einfach weglaufen, richtig? Es ist einfach nicht aufgetaucht, weil es keinen Grund dazu hatte. Ein Grund? Was für ein Grund? This Doctor glares is in this eyes. Wait, I'm thinking that... Why do you do this? Mean a round way? I really hate this. Scheint so, als könnte man dich... dich leicht zerreißen. Oh, meine Finger bewegen sich wie von selbst. Eine Seite des Buches zerknüllt. Ich habe geübt, magische Formen zu schaffen. Auf den Bauch kritzeln. Was nehme ich denn jetzt? Ich nehme mal das. Dr. Words appear on a book. Oops. I don't mean that we'd better talk a polite way. That's it. That's all I want. Na bitte, es geht doch also. Auf jeden Fall erscheint das Buch nur, wenn jemand, der es auch verdient, nach ihm sucht. Im Buch erscheinen einige Wörter. So, du wirst dieses Buch nie finden, kurzer. Wie bitte, Feuer erscheint in deiner Handfläche. Wie wär's mit deiner kleinen Schwimmstunde? Ich mach jetzt was. Verdammt, warte. Es ist wirklich seltsam, dass sich das große Buch nicht gezeigt hat. Wie merkwürdig also, wenn ich dir erkläre, wie du das Buch finden kannst. Nächste Seite. Blätter um. Weiter. Das große Buch wünscht sich einen brillanten und intelligenten Besitzer. Es möchte keinen Besitzer, die immer nur Tom, Dick und Harry heißen. Statt Chaos.
Ich sage dir eins mit erhobenen Fingern. Yeah, yeah. I'm going to tell you more easily. The greatest book is owner should beat big monsters around abyss and nesties. Was, ein Nest? Du musst nur um das Nest herumgehen. Das ist alles, was das Buch braucht. Hast du das verstanden? Die Seite des Doktors flattert aufgeregt. Dann werde ich dort hingehen. Plötzlich hallt eine laute Stimme durch den Raum. Ey, Pickering Chaos. Du musst auf der Seite des Versprechens-Seite. Was ist das? 144.563 unterzeichnen. Ich werde dort alle deine Aktivitäten feststellen. Laut dem Abkommen ist der Unterzeichner verpflichtet, mir Beweis hinsichtlich seiner Aktivitäten zu bringen. Und was genau sollte das für Beweise sein? Besiege alle Monster im Lotusmarsch, einschließlich Bischof Hermaltum, Herrscher den Pass, den Vollschrecker, großer Tumine, Dalton Wächter, Silberner Gutinger. What? Okay, ich muss jetzt ein paar Bosse klatschen, oder wie? Ich mache jetzt, jetzt kommt das dritte und wahrscheinlich auch letzte Dungeon an die Reihe, so wie ich das vernommen habe. So, das heißt, Bibliothek der Uralten. Bibliothek der Uralten. Hier, Bibliothek der Uralten. Würde das funktionieren, wenn ich es auch leicht mache? Ja. Ich mache es jetzt leicht, weil dann geht es um einiges schneller, hoffe ich. Es geht ja nicht darum, für uns Erfahrung zu sammeln oder so, sondern einfach unsere Klassifizierung zu machen. Und außerdem habe ich so einen ultra trockenen Hals, dass ich so schnell wie möglich endlich trinken können will. Oh, schon geschafft. Wir wissen jetzt auf jeden Fall auch, wo wir durch müssen. Das ist auf jeden Fall gut. Jetzt erstmal hier hin und dann erwecken die alle. Die sind jetzt alle One-Hits, weil ich sie auf einfach gestellt habe. Aber mir ist es auch egal, weil es geht jetzt einfach nur darum, das Dungeon abzuschließen, so schnell als möglich. Dann ist mir auch egal. Sorry, dass ich so konzentriert bin gerade, aber ich bin jetzt echt damit beschäftigt, das so schnell wie möglich hinter mich zu bringen. Und boah, mein Hals fühlt sich richtig schrecklich an. Anhand der Trockenheit. Hä, wie sagt man denn? Naja, egal. So. Hier hoch. Hä? Was ist das für ein Ort? What? Hier war ich gar noch nie. Was auch immer das für ein Ort ist. Das ist ein anderer Weg, allem Anschein nach. Ich weiß nicht, ob der dahin führt, wo wir hin wollen. Oder ist er genau deswegen aufgetaucht? Ich versuch's mal hier durch. Nee, funktioniert nicht. Naja. Ich weiß nicht genau, wo das ist, aber es ist irgendwo. Oder irgendwohin führt das. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen, was ich überhaupt sage hier. Weil ich einfach viel zu konzentriert bin. So, hier durch geht's jetzt erstmal. Boah, das wäre übelst geil, wenn wir dann endlich unsere Dings haben. Unsere Seegurke, meine lieben Freunde, und da bin ich wieder, denn meine Aufnahme ist abgeschmiert und ich habe das Ganze dann schon einmal gemacht, noch fertig, weil meine Festplatte irgendwie voll gelaufen ist, und zwar übelst voll, und ich habe das überhaupt nicht bemerkt, weil ich so lange schon am Aufnehmen bin, Dragon ja sowieso sehr große Dateien macht bei Fraps, ja, jetzt ist halt einfach die Festplatte voll gelaufen. Ich habe die Hälfte meines Lebens verloren, weil ich hier im Dungeon drin war, als mir aufgefallen ist. Dann musste ich ein paar Dateien löschen, um das Ganze wieder aufzunehmen. Währenddessen ist eigentlich nur das passiert. Also nur, ich habe das Dungeon hier beendet, bin zum
zu diesem Doktor gegangen, diesem Buch, hab dem das berichtet und der hat gesagt, ja, diesmal muss ich das dann schon noch einmal machen, zum dritten Mal schon, was mich ankotzt, was ich jetzt auf normal mache. Ja, und dann wird sich das Buch dann letztendlich doch zeigen. Das kostet mich gerade ein bisschen an, dass jetzt halt einfach die Hälfte der Aufnahme verloren gegangen ist, wobei ich auch sagen muss, ist halb so wild, ne? Ne? Ja. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Sowas kann auch mir mal passieren, wenn ich es ein bisschen doof finde. So, okay. Kurz da hinein. Ich möchte das dann schon wirklich jetzt schnell machen. Weil ich ziemlich sicher bin, dass die Festplatte schon... Nee, komm, das reicht schon noch. Die hat jetzt lange gereicht und ich habe jetzt... Nee, das wird nicht reichen. Ich mache einen Cut bis zum Boss-Level. Bis gleich. Jo Leute, wir befinden uns jetzt kurz vor dem Boss-Level. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal hier rein. Und das hier ist das Boss-Level. Mal schauen, wann das Buch endlich erscheint. Das müsste sich jetzt zeigen. Hoffe ich mal. So, jetzt muss ich erst noch den hier besiegen. Ja, macht eine Platzfreiere. Oh, komm schon. Aber ich finde es ein bisschen langweilig von der Spezialisierung her, dass man dreimal hintereinander dasselbe Dungeon machen muss. So, das wird ihm den Rest geben, hoffe ich mal. Ja. So. Da hinten ist es. Hier, da, sieht man. Wie viel gibt mir das jetzt? Ja, 81% haben wir jetzt schon insgesamt. Alter. Und ich glaube, als wir angefangen haben mit dem Quest-Tier, hatten wir irgendwie 14% oder so. Also es ging schon ab. Ich mal meine. So, ja, es hat sich uns gezeigt. Ich kann den Abkommensbericht in dir spüren. Ich möchte dein Besitzer sein. Du musst zwei verschiedene Arten von Wissen besitzen. Frage nach dem Wissen von Kampfmagier. Nach dem Wissen von Majestät. Majestät besitzen eine Jobspezialisierung für die Schwerkraft von Arkanmagierin. Es ist die Spezialisierung auf weitreichender Schwerkraftzauber auf mittlerer Distanz und behindert so die Bewegungen der Feinde, diese und der Zauberin in einem mittelgroßen Einflussbereich. Weiter. Hast du zwei Arten des Wissens angesehen, mein Besitzer? Erfahre weiteres Wissen. Lese das Buch. Alter, habe ich jetzt ernsthaft das falsch genommen? Nee, war kurz. Alter. Nein! Kann ich das nicht mehr... Alter! Alter, ernsthaft? Hast du jetzt ernsthaft das Falsche genommen? Ich dachte, ich kann die ausprobieren. Ich dachte, ich kann die... What? Nütz mein Wissen und sauge es vollständig in dir auf, in dich auf. Oh Gott, Schwerkraft. Ah, ich dachte, doch, Schwerkraft ist doch Chaosmagie. Doch, doch, doch. Doch, wir haben das Richtige, glaube ich. Alter. Alter, ich hätte jetzt so eine Panikattacke. Hätten wir jetzt echt das Falsche genommen. Aber ich dachte, man kann die anschauen. Man kann anschauen, welche man nimmt. Kann man die nicht ausprobieren? What? Und wo sind eigentlich die neuen Attacken, die wir bekommen? Ah, das haben wir... Das haben wir gar noch nicht. Lass mal das Leben erhöhen. Warte, warte, okay. Wohin muss ich jetzt... Stufe 6... Mit Kalkulium... Wim? Was, das ist erst ab Stufe 46? Kann ich mir nicht vorstellen. Kakule, dumm, dumm. Hier.
Hust, hust, es ist Zeit, ich muss mich beeilen. Aufgabe. Spezialisierung, die Weisheit eines Zaubers. Abgeschlossen, du wirst wirklich. Du bist wirklich, wirklich ein vielbeschäftigtes Kind. Ach, übrigens, ich habe gehört, dass du mit meinem Buchdoktor gesprochen hast. Bedenke der Doktor mit einem unfreundlichen Blick. Der Doktor sagte, du hattest großes Talent. Auch wenn du ein bisschen Frosch seist. Du kannst also deine Stimme des großen Buches hören. Oh, das Buch hat also seine Versprechen gehalten. Und wie war es? Hat das Buch dir sein Wissen offenbart, so wie ich es wollte, so wie dich es wollte? Das Buch hat seltsames Zeug geredet und ist dann einfach verschwunden. Diese seltsamen Dinge sind der wichtigste Teil seines Wissens. Also, was hat es dir gesagt? Es sagte, zähl ein bisschen. Belohnung gegen. Du gibst niemals auf, auch wenn die Last auf deinen Schultern ruht, zu schwer sind. Weil du stark bist, geh zum Hafenlager von Riverwort. Wenn das Schicksal es so will, wird dort jemand auf dich warten. Okay. Jetzt mal schauen, eventuell. Ich glaube, das ist der hier. Ja? Nee, es steht ja sogar noch. Der Pfeil zeigt zu jemandem, der da vorne irgendwo ist. Ich hoffe, wir können jetzt trotzdem noch die Attacken austesten. Das wäre ultra cool. Aber ich habe gemeint, man kann. Von irgendwo tritt strahlendes Licht ins Freie. Sieh es dir an. Irgendwas befindet sich hinter dem strahlenden Licht. Geh hinein. Mach ich mal. Ah ja, genau. Ja, jetzt kann ich die nochmal anschauen. Und da kann ich doch noch wählen. Also, willkommen, du bist nun bereit, dann mein Besitzer zu sein. Ich habe auf dich gewartet, weiter. Kleine Zauberin, geleitet vom Schicksal und der Magie, höre auf meine Stimme und erhalte die Macht, die du wirklich willst. Weiter. Betrittst du die Tür hinter mir, wirst du dich mit Hindernissen konfrontiert sehen. Überwinde diese und du wirst stärker werden. Bist du bereit dazu? Ich wette, sie mit Feuer und Eis aus dem Weg räumen. Das Wissen des Kampfmeisters. Ich habe alles gelesen. Naja, das wäre dann das. Chaosmagierin. Das ist das, was wir wollen. Auswählen. Spezialisierungstest. Jetzt nehmen wir erstmal das hier hin und das hier hin. So. Dann schauen wir mal, wie diese Attacken uns so gefallen. So. Hier werden ein paar Monster spawnen. Dann kann ich nämlich das andere gleich auch noch ausprobieren und schauen, wie das so ist. What? So, letzte Prüfung, sind wir wieder hier. Jetzt möchte ich das andere noch sehen. Ich brauche noch etwas Zeit. Auswählen. Schaue ich das hier mal an. Spezialisierungstest. Dann nehme ich das hier und das hier. So. Mal schauen, ob das auch so cool ist. Boah, Alter, die Attacken hier sehen ultra krass aus. Hier sehen die Attacken viel geiler aus. War kurz. So, jetzt mal treffen. Ich treffe nicht. Das ist das Ding. Ah, kurz. Ich mach das mal so. Okay, jetzt habe ich voll getroffen. Aber Chaosmagie ist schon stärker, ne? Habe ich so das Gefühl. Ja, schwarzes Loch. Nee, also Chaosmagie ist viel stärker. Ich nehme Chaosmagie. Passt mir sowieso besser, auch vom Namen her, ne? Der Schatten ist eigentlich richtig schlapp.
Der hat mir nur so viel Damage gemacht, weil ich meine Attacken ausprobieren wollte. Ah, das ist aber, der hat aber eine Attacke gemeistert, welche ich noch nicht habe. Boah, die geben mir richtig auf. Bei der Chaos-Magie habe ich die echt gewonnen-hittet. Das kann ich eigentlich gar nicht mehr glauben. Dass ich das echt gewonnen-hittet habe. Aber die Attacke hier, die sieht ultra krass aus. Muss man auch sagen. Okay, werden noch mal kurz Chaos-Magie anschauen und schauen, ob das irgendwie einfach ein Glückstreffer war oder ob die wirklich so krass ist. So. Spezialisierungstest noch mal anschauen in Ruhe und dann, ja, denke ich mal. Okay, jetzt bin ich direkt an den Boden gehauen worden von der... Halt die Fresse, ey. Alter, ich versuche hier meine Attacken einzusetzen, aber das kann ich ja nicht, wenn die sich so krass wehrt. Mal kurz, jetzt sitze ich. Boah, komm, lass mich in... Alter, das macht wirklich One-Hits. Die Attacke ist ultra stark. Vor allem macht sie einen riesigen Flächenschaden. Hallo? Hängt das Spiel fest? Das Spiel hängt fest, oder? Jetzt. Okay. Jetzt kurz vorhin festgegangen. Okay, machen wir kurz. Was rede ich denn da? Ich mache jetzt endgültig auf Chaos-Magie und dann ist vorbei, ne? So. Auswählen, spezialisieren. Möchtest du dich wirklich auf diesen Shop spezialisieren? Nach der Auswahl kann dies nicht rückgängig gemacht werden. Jo, du bist eine Chaos-Magierin. Und jetzt mal bei K schauen. Chaos-Magierin. Oh, können wir sogar schon lernen. Annehmen. Kostet 12 Gold. Haben wir ja, ne? Wir haben genug. Wir haben genug. So, was werfe ich denn weg dafür? Ich glaube, das Gift. Und dann, das kommt raus wieder, brauche ich jetzt natürlich noch zwei andere Attacken, die ich gelernt habe. Und zwar das hier und das hier, die habe ich ja dafür weggeworfen. So, okay, letztes Mal 8 anschauen. Jetzt haben wir das schon mal. Was bringt das eigentlich? Schattenangriff wird erhöht. Buffs des Gegners, die nicht Waffen abhängig sind, können auf dich übertragen werden. Durch Zauberraub kann nur ein Buff geraubt werden. Das ist echt eine gute Attacke. Das ist echt eine gute Attacke, ja. Okay, dann weiter. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, okay. Gut, dann war's das eigentlich mit der Spezialisierung, auch wenn das jetzt ultra lange ging. Ich hoffe trotzdem, euch hat's gefallen. Ich werde mal schauen, wie ich das Video hier kürzen kann oder ob ich das in mehrere Parts teilen werde. Aber dennoch hoffe ich, euch hat's gefallen und wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Ach ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat.